Octobaby. Da drin geht halt die Action los. So, machen wir es fertig. Ja, hallo meine Lieben, ich nehme euch heute mal mit zur Arbeit ins Fernsehstudio hier bei Octo, weil ich für einen Kunden ein Video drehe. Warte mal, diese charmanten Personen da im Hintergrund sind meine Kollegen, die auch unter anderem für das gute Aussehen des Konzerts und für alles Wichtige da sind. Ich rede nur laut und gut und du halt auch mit. Aber das ist eine Kunst, das muss man kennen. Was tun wir jetzt? Auf geht's! Hier bin ich in der sozusagen Warte-Area, in der Garderobe, im Vorraum vom Studio. Hier werden unsere Interviewpartner sitzen und können noch vor Faschingskrapfen genießen. Die sind wahrscheinlich sehr nervös, weil sie noch nie vor einer Kamera gestanden sind. Aber das wird schon. Eine der wichtigen Dinge beim Film ist das Double. In dem Fall das Lichtdouble. Wir brauchen diese Person, damit man die Scheine auch vereinrichten kann. Und da braucht man eine Person, die da sitzt, um nachher zu wissen, wann der richtige Interviewpartner da sitzt. Ob das auch was gleich schaut. Und es geht auch darum, dass der dann nicht so lange rumsitzen muss, bis alles eingestellt ist. Lieber Aljoscha, du sitzt jetzt schon eine halbe Stunde im Licht. Wie ist es als Lichtdubel? Langweilig. Ach du armer Kerl. Ja, aber es ist ein wichtiger Job, glaubt man. Lebenshart. Wie hält sich mein Lichtdubel? Macht man seinen Job gut? Super. Das hier ist nämlich ein echtes, richtiges Filmstudio. Ich sehe hier die Kamera. Wow. So. Ja. Man sieht hier eine richtige Kamera. So wie in den ganz großen Fernsehstudios. Und da oben ist der Studiobereich, wo diese großen Kameras auch von außen gemanagt werden können. Und das hier ist sozusagen dieser weiße Hintergrund, auf den kann man dann verschiedene Hintergründe projizieren. Das Ganze nennt man Hohlkehle, habe ich gelernt. Gell? Und jetzt geht's los. Ich muss jetzt arbeiten. Ohne Ton tut sich beim Film nichts, deswegen muss professionell verkabelt werden. Bist du schon mal verkabelt worden? Noch nie. Ja. Ach, okay. Bist du schon mal geschminkt worden? Alles das erste Mal. Alles klar. Das ist für mich wirklich komplettes Neuland. Wunderbar. Bitte schön. Danke. Es sind alle Kameras auf dich gerichtet. Du brauchst nicht nervös sein. Es passiert gar nichts. Gut, was ist Jobwärts in deinen Worten? Jobwärts ist ein berufliche Begleitungsstelle, die Leuten hilft, einen Job zu finden. Sie unterstützen dabei, herauszufinden, was für Fähigkeiten man hat.
Auto hattest. Ich will das so für YouTube mitfilmst. Genau, mache ich gerade. Okay. Sehr gut. So, einmal alle winken, sehr gut. So schaut das Team aus, yeah. Wunderbar. Total, total natürlich. Also zur Erklärung für euch, wir waren gestern schon den ganzen Tag hier und haben 4 Leute interviewt. Heute waren schon 2 und jetzt hat es jetzt der krönende Abschluss. Die buntesten, charmantesten Ladies, die Jobwärts auf Lager hat. Ja. Hallo Zuschauer von Martin. Kuckuck. Hallo liebe Zuschauer von Marbach TV. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut und ihr findet alle euren Jobs und ihr versteckt euch nicht hinter eurer Behinderung, weil das ist nicht unbedingt gut, wenn man sich hinter einer Behinderung versteckt. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man eine Behinderung hat. Ich selber habe mich auch am Anfang versteckt, aber dann nicht mehr. Und es ist sehr gut, wenn man so rausgeht damit. Willst du noch was sagen? Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich kann alles unterschreiben, was sie gesagt hat. Ich habe zwar auch einen YouTube-Kanal, aber ich habe nicht viele Abonnenten und ja. Zur Sicherheit werde ich einfach einmal unten verlinken. Abonniert sie nochmal. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Ich werde beide Kanäle unten hinschreiben. Und falls das noch nicht aufgefallen ist, gell? Ihr seid eineiige Zwillinge. Ja. Also ihr seid nicht doppelt, Leute. Aber okay. Ihr dürft nicht berühmter werden wie ich. Auf keinen Fall. Also abonniert mich ja nicht. Genau. Abonniert ihn. Meine Damen, ich danke euch für eure wirklich guten Worte. Ja. Und ich verlinke euch unten. Ja. Mal schauen, was passiert. Okay. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Zwillinge! Ja, Leute, ihr seht, die weiße Wand ist dunkel. Wir sind fertig, die Kameras sind abgedreht, die Leute sind rausgegangen. Das war ein Tag mit Marbacher on the job. Cool. Danke.